Wenn eine Ära zu Ende geht, dann wird das auch entsprechend zelebriert. So wie hier in Ötesheim, wenn ein Feuerwehrkommandant aus dem Amt geht, um für seinen Nachfolger Platz zu machen. Mit 35 Dienstjahren als Feuerwehrkommandant dürfte Heinz Kuhn bundesweit Feuerwehrgeschichte geschrieben haben. Bereits mit 14 Jahren ging er 1963 zur neu gegründeten Jugendfeuerwehr. 1976 wählten ihn seine Kameraden dann das erste Mal zum Kommandanten. Danach folgte alle 5 Jahre die Wiederwahl. Und natürlich waren die Aufgaben als Feuerwehrkommandant nicht immer einfach. Landrat Karl Röckinger nannte Heinz Kuhn einen Feuerwehrmann, der dieses verantwortungsvolle Amt gelebt und ausgefüllt hat. Dazu gewollt und anerkannt, die besten Voraussetzungen eben, um lange Zeit ein erfolgreicher Kommandant zu sein. Doch Heinz Kuhn ist in all der Zeit nicht nur er selbst, sondern auch immer bescheiden geblieben. Und ohne Unterstützung aller anderen wäre das alles so nicht möglich gewesen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man Feuerwehrkameradinnen hat und Kameraden, die hinter einem stehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich ein Gemeinderat und ein Bürgermeister, der diese Arbeit anerkennt. Und dann ist es eigentlich gut zu arbeiten, ja, weil man dann eigentlich einen Rückhalt hat und dann wird man mutig, ja, und fasst gute Entschlüsse, ja, und dann macht die Arbeit auch Spaß. Und das ist ja das Wichtigste. Heinz Kuhn kann man als den Inbegriff des ehrenamtlich tätigen Bürgers bezeichnen. Immer sachlich, aber dennoch voller Leidenschaft für die Wehr und seine Kameraden hat er Dinge geschafft, die in anderen Feuerwehren so nicht möglich waren. Den Respekt aller Bürger hat er sich verdient und seine Heimatgemeinde ehrt ihn. Erst als 4. Einwohner von Ötesheim überhaupt verlieh ihm sein Schultes die Bürgermedaille. Der Heinz Kuhn ist einfach ein sehr selbstloser Mensch, der einfach gerne hilft, ohne irgendwo um sich Aufsehen zu machen oder so. Das macht ihn so unglaublich sympathisch. Nachfolger von Heinz Kuhn wird der 42-jährige Jochen Hörnle. Er selbst ist seit über 20 Jahren Mitglied der Ötesheimer Feuerwehr. Der neue Kommandant weiß, dass er in große Fußstapfen tritt. Und dennoch will er sich eine Eigenschaft seines Vorgängers zu eigen machen. Was er gesagt hat, hat man umgesetzt. Also man hat nicht oft widersprochen. Und wenn, dann hat er meistens doch recht gehabt, ne? Alles in allem ist die Ötesheimer Feuerwehr für die Zukunft gut gerüstet. Die Jugendarbeit funktioniert, 2 neue Fahrzeuge werden in nächster Zeit angeschafft und eine gut ausgebildete Gesamtwehr steht im Einsatzfall für die Bürger bereit. Das alles ist auch ein Verdienst des scheidenden Kommandanten Heinz Kuhn und gleichzeitig eine ausgezeichnete Basis für den Nachfolger im Amt und den neuen Kommandanten Jochen Hörnle.